Ja, willkommen zurück zu Brave Frontier. Wir sind immer noch bei den Valhalla-Bossen und jetzt zwar beim zweiten Boss. Wichtig ist hier quasi, da haben wir noch eine Magina. Wichtig ist hier quasi ein WC und Hit zu nehmen. Entweder jetzt ein Leader wie Magina zum Beispiel oder wie ich jetzt hier noch den Buffer Merlin. Und eine Drop-Erhöhung. Wäre gar nicht, muss gar keine Musik hier. Drop-Erhöhung ist auch eine recht gute Idee. Sie belebt sich. Sie ist vor allem alleine. Und sie belebt sich des Öfteren. Ich glaube viermal. Und in ihrem letzten Leben reflektiert sie Schaden. So, quasi, wenn ihr euch selbst ins Gesicht gebt, dann wisst ihr, okay, wir sind in der letzten Phase. Da werde ich dann das UBW von Cornelius wieder nutzen. Ach ja, und Statusimmunität wäre auch eine gute Idee. Sie paralysiert. Und ich glaube, Curse macht sie noch oder sowas. Ja, ziemlich nervige Sachen halt. Wir werden mal alles durchbuffen hier. Es ist schon ein bisschen nervig, dass sie ja gerade keine Musik hat irgendwie. So, da ist sie in ihrem zweiten Leben. Dann mal hier wieder die Buffs neu machen. Auch die Immunität neu machen. Da haben wir schon. Habe ich nicht gerade Immunität gegeben? Was soll das denn? Ja, trotz Immunität. Scheint mir ein wenig verbuggt. Ach Quatsch, egal. Mal SBB oder SBB machen. Heulheilung ist trotzdem drin. Und schon wieder.
Oh, jetzt hat sie Defense Ignore und Crit Erhöhung. Frage ist nur, hat sie jetzt bereits die Schadensreflexion? Attack Up hat sie auch zum Crit Up und Defense Ignore. Aber noch keine Schadensreflexion. Das ist natürlich sehr gut zu wissen. So, jetzt müsste sie dann aber in ihr letztes Leben kommen. Genau, jetzt hat sie auch die Schadensreflexion an und einen Hot. So, wir werden jetzt hier den UBB werfen und das Ganze quasi hinter uns bringen. Ja, damit wäre die Reflexion dann auch egal. Ja, da hätten wir den Boss dann auch hinter uns und irgendwie lädt es jetzt gerade nicht hier. Göttin der Krähen. Na, und wir sehen uns dann hier bei Tundrandegard. Das ist dann, glaube ich, schon Frat. Die ist wohl noch verbuggt. Aber da gibt es eine Lösung für. Und die gibt es in der nächsten Folge. Macht's gut.